Was? Oh. Neue Technologie. Toll. Die Maschinen-Upgrades wurden installiert. Achte darauf, dass überall genug Feuerlöscher bereitstehen, damit unsere wertvollen Maschinen nichts passiert. Ja. Bungle Technologies dankt uns für unsere fortwährende Unterstützung ihrer Psychiatrie. Unterstützung ihrer Psychiatrie-Patientin. Sie gewähren uns Zugang zu einer ihrer Maschinen, dem Umtöpfer. Dieses Hightech-Gerät eignet sich hervorragend zum Entfernen unerwünschter Küchenutensilien. Was? Halten Sie auch Leute Ausschau, die eine derartige Behandlung gebrauchen können. Wir können unser Krankenhaus um neue Gebäude erweitern. Also geht uns doch nicht der Platz aus. Halte dich auf dem Krankenhausgelände um. Sieh dich auf dem Krankenhausgelände um und halte deine Maus über ein Grundstück, um die Größe, die Form und den Preis des Grundstückes zu erfahren. Du musst das Grundstück kaufen, klicke es an und wähle dann die Kaufoption. Mit der Zeit entsteht darauf ein neues Gebäude. Sobald das neue Gebäude fertiggestellt ist, kannst du den neu gewonnenen Platz nutzen, um dein Krankenhaus zu erweitern. Zimmer kann man auch verschieben. Wow, 50! 70! Ich glaube, wir bleiben erstmal hier. Ah, das wären halt ein paar enge Gänge, aber irgendwas ist ja immer. Anmerkung ans Personal. Bitte unterlassen Sie jegliche Schwächen und Mängel. Ja, das wäre natürlich schön. Huch. Lustig. Rät einfach alles. Finde ich gut. Was? 4x4? Nein, ich will das nicht entfernen. Achso. Ich muss einfach daneben. Puh. Ja, doch, das packen wir dann. Tür brauchen wir zwingend dafür, wenn ich das gewusst hätte. So, Abfalleimer, eine Pflanze, Entleuchtungsposter. Ah, ich wollte gerade sagen, dass da gar kein Feuerlöscher ist. So. Agathe-Pudding. Oh, die war mal an einem Schwertkampf beteiligt. Dann stellen wir sie gleich ein. Was, wir haben womöglich zu viele Ärzte? Was, ich weiß ja nicht, wie es ihnen geht, aber ich finde es toll. Na klar. Warum passiert es eigentlich immer, dass, wenn man sich die Nägel vor dem Computer schneidet, einer davon zwischen die Tasten der Tastatur fliegt? Ja, das ist normal. Verwehrt sich die Tastatur von Ihnen?
Ich weiß es nicht. Das ist, weiß es. Das ist eine sehr philosophische Frage. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. So. Oh, neue Krankheit entdeckt, Topfschmerzen. Ist das ähnlich wie Kopfschmerzen? Naja, Topfschmerzen. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, Topfschmerzen. Unwillkürliche Küchenutensilienbindung, oft ausgelöst durch extrem geringe Kochkünste. Der Topf muss vorsichtig mit einer Großmagnet entfernt werden. Okay. Objekte. Ich wollte hier noch ein bisschen. Ein paar Abfalleimer hinstellen. Oh, ich glaube, das ging nicht so gut, oder? Ja, doch. Das hat geklappt. So, stellen wir noch ein paar Feuerlöscher hin. Falls was passieren sollte. Ach, WC-Warzen kennen wir ja schon. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Geld verdienen. Was? Ah, Mist. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Hier staunen sich ein bisschen die Patienten. Ja, wir bauen noch eine. Was? Potty-Set betrifft Körper und Geist. Einst wurde angenommen, dass es durch Seele verursacht wird. Nun steht fest, dass die Krankheit hauptsächlich Personen befällt, die in Potty-Set leben. Okay, zur Station müssen die. Im Krankenhaus wurde ein Geist gesichtet. Oh nein. So, wir brauchen das Grundstück hier definitiv. Dauert das noch? 7 Tage übrig. Was? Oh, das Krankenhaus hat Schulden. Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Kredite. Hier kannst du Kredite aufnehmen, aber ich will doch gar nicht so viel. Okay, 5%. Genau 25.000. Ach, das ist der Aktenschrank essentiell. So, und das Poster natürlich. Sehr schön. Was? Ja, da würde ich jetzt wahrscheinlich meckern, dass ich es nicht geschafft habe. Ja, tut mir leid.
So, dann bauen wir noch eine Toilette. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Seien Sie stets aufmerksam. Ach so. Interessant. So, da hängen wir einfach in jedes Klo das noch mit rein. Ah, jetzt meckern die rum, dass die eine Sekunde stehen müssen, oder was? Haben Sie Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen? Benötigen Sie dringend eine Finanzspritze? Wenden Sie sich an Stinkepinke24. Stinke. Auch bei einem Zinssatz von 80% stinkt Geld noch immer nicht. What? Stinkepinke24. Die Lösung für Verzweifelte. Mehr Two-Point. Immer wieder. Das ist Radio Two-Point. What? Was jetzt? Oh, Kredite. Helles Köpfchen, aber das kennen wir schon. Hier warten 6 Leute und hier auch? Promi-Patient. Ein Mitglied von Jasmine Odysseys Tanzgruppe fühlt sich nicht wohl und möchte behandelt werden. Okay. Okay. So, Übersicht. Ja, momentan geht es so ein bisschen bergab. Kredite stehen noch aus. Was soll ich denn für... Aber Personalkosten... Ja, das kriegen wir schon hin. Möchte der Verdienung? Ja, das nehmen wir noch mal an. Den VIP stellen wir mal nach ganz oben. Müssen erstmal schauen, dass wir ein bisschen was von unserem. So, dass wir mal wieder Geld ran schaffen. Beförderung. Alles da, aber die einiges kann. Da bleiben wir mal da. Jetzt, da ist der Promi-Patient. Allgemeindiagnose, okay. Ist das ein drangeklebter Bart? Arztpraxis. Schon wieder?
Ich hoffe, das haut noch hin. Achtung! Was? Hat irgendjemand meinen Stift gesehen? Wieder sucht nach Arbeit. Hier ist Ricky Hawthorne auf Radio 2Point. Hier ist wieder euer Ricky Hawthorne. Ich bringe Talk, Musik und Nachrichten nach 2Point County. Und wenn ihr uns von dem neu eröffneten Krankenhaus empfangt, dann dreht mal ordentlich die Lautstärke hoch. Denn nichts übertönt das Gejammer kranker Menschen so gut wie die Stimme eines Weltklasse-DJs. Und wir machen weiter mit 42 Stunden Musik von den lustigen Hintergrundmusikanten. Viel Spaß! So, das bauen wir jetzt hier so ein bisschen aus. Oh, Pflanzen, ganz wichtig, ganz wichtig. Okay. Oh, ich habe nur einen Hausmeister. Wird schnell müde, hat immer die richtigen Batterien. Ah, Energie geladen, bleibt unter Stress ruhig. Nee, ich brauche ihn. Ein Arzt wird in der Entleuchtungsklinik benötigt. Ach. Aber zuerst heißt es, wir haben zu viele Ärzte. Mhm. Jetzt haben wir zu wenig. Grüner Daumen hat. Ist auch nicht schlecht. In der Apotheke wird ein Krankenpfleger benötigt. Oh. Geschätzter Krankenhausleiter, ein Sterne Krankenhaus. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von 2Point einen Stern bewertet. Blitzschnell, du hast ein weiteres Mal zugeschlagen und einen Kritiker zum Gespött gemacht. Du wirst mit deinen Arbeiten zum Thema Innenleben von Maschinen bzw. menschlichem Verstand gelobt. Konzentriere dich. Oh, Fluttering, Kardiologie und der Deluxe-Entleuchter 2. Wow. Das ist natürlich nicht schlecht. Das Jahr ist fast vorüber. Ja, da schaut's ja aus wie Sau. So, los geht's. Arzt des Jahres, ja, sehr gut. Nicht schlecht. Nee. Oh. Ja, wir sind Arbeitgeber des Jahres. Ja, nee. Prestige? Was? Wir haben nicht am höchsten Prestige. Sauerei. Oh, der Patientenpreis. Wow. Wisst ihr, ich habe diese Melodie schon die ganze Woche in meinem Kopf, was ein bisschen unheimlich ist. Befund der Begutachtung. Herr Schöpfers hat bei uns nach ja, das ist das Gleiche. Okay. Sehr gut, wir haben es eben einem Promi-Gehalt. Okay. Beförderung.
fördern wir. Ach, die stehen hier und quatschen. Die wissen nicht, was sie tun sollen. Sehr gut. So, Kardiologie. Brauchen wir mindestens 3 auf 3. Der Herzrase. Nicht schlecht. Und natürlich unsere Entleuchtungsposter. Sehr wichtig. Installiere 2 Maschinen-Upgrades. Ja, das kriegen wir doch hin. Kann ich jetzt den hier upgraden? Oh, zu Deluxe. 10.000, das machen wir doch dann gleich mal. Das Kirche kommt das Gebäude gefüllt. Jetzt soll ich noch eins bauen. Beförderung. Ja. Aber den befördern wir natürlich. Was? Na, wenn er aufs Klo muss, dann soll er gehen. Soll sie gehen? Ansonsten stellen wir einfach noch einen Assistenten mit ein. So. Und dann kann die nämlich auf Toilette gehen. Das ist ja. Das bringt ja nichts. Ach, da muss ein Pfleger rein. Oh, ich habe zu wenig Pfleger, hätte ich gesagt. Klassenclown wird wahrscheinlich wieder sündig. Was kann der? Diagnostik. Heute in den Nachrichten des Tages. Die Zustände im Krankenhaus von Rotting Hill werden jeden Tag schlechter. Inzwischen ist die Gefahr, dort an einer einstürzenden Zimmerdecke oder Wand zu sterben, genauso groß wie bei einer Erkrankung. Aber immerhin werden dadurch die Wartezeiten kürzer. Ja, okay, das stimmt natürlich. Ich sollte vielleicht auf Dauer das Zimmer darüber machen und die Toilette größer bauen. Na klar, das machen wir. Ach so, au! Oh. Arbeiten. Bum. Ja. Wartung im Pausenzimmer erforderlich. Was? Wartung im Pausenzimmer? Wieso das? Ah, Moment, Moment. Ich muss mal hier ein bisschen langsamer machen. Oh, Notfall für Station. Wir bräuchten eine größere Station dafür erstmal. Oh, neue Krankheit entdeckt. Entenschnute. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Entenschnute. Der unkontrollierbare Drang, angesichts einer Kamera die Lippen zum Kussmund zu schürzen. Er wird durch eine Anhäufung selbstverliebter Gedanken in der Gehirnrinde verursacht. Ein Psychiater muss die übermäßige Egozentrik in einem Becher abzapfen, woraufhin der Verbrennungsofen in einem Verbrennungsofen sicher beseitigt werden kann. Das machen wir gleich.
So. Nee, da passt kein Bett mehr hin. Aber dann packen wir noch ein paar Spinde hin. Hier hinten in die Ecke noch einen Aktenschrank, Abfalleimer, so, Feuerlöscher und noch eine Pflanze. Sehr schön, wunderbar. Was hat er? Soziale Intelligenz? Stationsverwaltung. Der kostet echt viel, aber den will ich haben. Patienten treffen jetzt auf der Station. What? Was ist denn hier los? So. Achso, ich wollte die Toilette drüben noch erweitern. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. So. Jetzt müssen wir einen Handtrockner noch nehmen. Genau. Wunderschön. Ich will aber da drüben noch einen Abfalleimer. Hier so. Die Fenster konnte man ja keine reinmachen. Dann machen wir. Achso, hinter die Toiletten hatten wir ja die Poster. Instandhaltungsdurchsage. Geister sollten mit dem ihnen gebührenden Respekt eingefangen werden. Ja, das ist natürlich. Das mal vorausgesetzt. Einige Patienten müssen stehen. Ja, wo denn? Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Wo muss denn hier jemand stehen? So, was haben wir denn? Dreckiges Mundwerk entdeckt. Oh je. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Dreckiges Mundwerk. Macht der Patient den Mund auf, kommen furchtbare Sachen heraus. Passiert, wenn man verbal ins Klo greift. Okay. Und da ist kein Arzt, oder was? Okay. Achso, die machen Pause. Okay. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Ja, die kommen ja schon wieder, die Leute. Ach, ich muss noch auf Ärzte gehen. Den brauchen wir.